Hallo ihr Lieben, heute sind wir wieder mal draußen unterwegs, sind die letzten schönen Sonnentage bei uns und Franziska leert gerade die letzten Brombeeren ab. Bei uns sind die übers Dach gewachsen, deswegen steht Franziska heute auch mal oben am Dach und leert Brombeeren ab. Wir wollen noch ein Brombeergelee kochen, einen Brombeerlikör ansetzen und einen Saft machen. Wenn ihr zu Hause selber Brombeerhecken habt, so wie wir, wisst ihr natürlich auch, dass die Brombeeren nicht alle zum gleichen Zeitraum reif sind, sondern immer nach und nach reifen. Wir nehmen uns dann ein paar vorbereitete Gefäße, also einfach so ein paar Eimerchen und gefrieren die ein. Und wenn dann die Erntezeit zu Ende ist, verarbeiten wir unsere Brombeeren. Hallo, schön, dass ihr bei Grobst gerade wieder dabei seid. Wir sind draußen. Ihr habt ja gerade gesehen, Franziska hat ja die Brombeeren abgeleert und jetzt verarbeiten wir die natürlich gleich noch. Wir wollen heute, Franzi, was wollen wir denn heute machen? Oh, wir wollen heute einen super leckeren Brombeerlikör machen und dazu nutzen wir natürlich die Brombeeren und noch natürlich ein bisschen Vanille. Weil wir brauchen die gesundheitsfördernde Wirkung. Franziska, was meinst du denn mit gesundheitsfördernde Wirkung bei der Brombeere? Nun, Petra, in der Brombeere sind ganz viele Flavonoide. Das hat was mit dem Farbstoff zu tun, der der Brombeere diese dunkelrote, fast schwarze Farbe gibt. Und da willst du mir jetzt also sagen, dass die Brombeere auch noch, außer dass sie lecker ist, richtig gesund ist, Franzi? So sieht's aus, Petra, weil die Brombeere ist tatsächlich auch eine Heilpflanze. Und gerade in der alternativmedizinischen Geschichte werden sowohl die Früchte, wie wir jetzt heute verwenden wollen, als auch die Blätter verwendet. Die Blätter, das weißt du ja schon aus anderen Videos, dass wir die gerne für Tees verwenden. Heute widmen wir uns aber der Frucht. Okay, Franzi, das habe ich jetzt verstanden, aber jetzt musst du mir doch trotzdem noch sagen, wofür ist denn die Brombeere eigentlich gut? Nun, Petra, das ist so. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass in der Brombeere viele Flavonoide enthalten sind. Und dank der Flavonoide können wir unser Krebsrisiko mindern, wenn wir viel oder die richtige Dosis, die Dosis macht ja bekanntlich das Gift, an Brombeeren zu uns nehmen. Außerdem hat die Brombeere, die Beere direkt, eine blutdrucksenkende Geschichte für unseren Körper und sie ist gut bei Herz-Kreislauf-Problemen. Das heißt, es wird gut ausbalanciert, weil unsere Gefäße dadurch nicht so schnell verkalken. Außerdem, und das finde ich auch ziemlich cool, deswegen machen wir aus den Blättern ja auch den Tee, hat sie einen sehr positiven Effekt auf unser Immunsystem. Das wird nämlich durch die Brombeere, sowohl durch die Blätter als auch die Früchte, gestärkt. Boah, das finde ich ja echt ganz toll, dass die Brombeere auch noch wirklich eine ganz, ganz gesunde Frucht ist. Also ich mag sie sehr gerne und deswegen machen wir heute auch einen ganz tollen Brombeerlikör mit euch zusammen. Okay, Franzi. Du hast ja schon mal die Brombeeren vorhin abgepflückt und ins Glas gegeben. Und wie geht's denn jetzt weiter bei dir? So, Petra, also das ist so. Eigentlich ist das ganz simpel. Wir brauchen noch eine Vanilleschote und wir brauchen noch erstmal Zucker. Als erstes geben wir jetzt mal den Zucker rein und vermischen das mal ein bisschen, weil, wie ihr wisst, aus vielen unserer Videos, ich muss hier mal kurz ein bisschen ranhalten, zieht der Zucker Saft aus der Brombeere. Liebe Petra, beim nächsten Mal bereiten Sie mir bitte noch einen Trichter vor. So, dann schüttelt ihr das schon mal ein bisschen. Das ist ähnlich wie bei der Marmelade. Und jetzt ist mein Brombeerlikör natürlich gleich fertig, oder? Richtig, also zumindest der Ansatz. Jetzt schneidet ihr euch bitte noch die Vanilleschote auf, schabt euch das Mark mit dem Messerrücken raus. Und geht dann alles zusammen.
hier mit in den Topf und füllt es mit einem 40%igen Alkohol auf. Aber jetzt ist doch mein Brombeerlikör schon gleich fertig, oder? Nun ja, also es muss natürlich ein bisschen stehen. Ne? Wenn wir das jetzt alles nur zusammenmischen und fertig, dann haben wir nicht die richtige Wirkung später in unserem Likörchen. Weil dann haben wir ein Ruckzuck-Likörchen gemacht und das schmeckt zwar auch, aber hat nicht so wirklich den Sinn. Das heißt, wir deckeln das jetzt zu und stellen das für 4 bis 6 Wochen an einen warmen Ort. Bitte immer mal umrühren. Okay, danke dir, Franzi. Sehr gerne, Petra. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken und Gutes gelingen.